ist wahrscheinlich ein Gebiet für unsere nächste Geburt. Obwohl es nur so ein spontanes Ding war. Aber ich habe da halt nichts gefunden. Ja, vielleicht hätte ich auch ein bisschen ernster suchen sollen. Ja, gehen wir erstmal rein. Okay, es ist frei zum Looten, also gehört es höchstwahrscheinlich keinem. Ja, Bücher wie immer lesen wir. Wie gesagt, wir tun so, als ob wir sie lesen. Da können wir in den Berg rein. Das ist seltsam. Es erfordert aber einen speziellen Schlüssel. Die wir natürlich nicht haben. Oh, aber hier ist es vergraben. Ein bisschen Geld. Ist schon ein riesiges Gebiet. Das ist Ariel. Anscheinend kommen die nicht näher ins Wasser. Ist ein bisschen wasserscheu. Okay, müssen wir anscheinend später auch mal wiederkommen. Ein bisschen enttäuschend. Hier ist ja wirklich gar nichts. Na, wir reiten weiter.
kann ja auch nicht ewig gegen alles kämpfen. Oh, was hier? Eine verlassene Stadt und ein Wendiger. Herausforderung. Da habe ich schon wieder viel zu viel Verband verbraucht. Aber wenigstens weiß ich jetzt ein bisschen, wie man damit kämpft. Waren das nicht mehr? Kommt mir irgendwie so vor, als ob das so wenig sind. Aber den Ort können wir auf jeden Fall komplett looten. Soweit ich weiß, so haben wir hier noch nicht. Und looten ist natürlich immer gut. Wir brauchen Geld, um die legendären Waffen zu kaufen. Besonders die legendäre Shotgun. Zack. Okay, einen von den drei Heilungen, die wir benutzt haben, haben wir wieder gekriegt. Jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Zack, zack, zack. In den Saloon. Komm schon, irgendwas muss doch hier sein.
Damit meine ich mehr als nur so ein bisschen Münzen. Okay, ein bisschen enttäuschend. Okay, das hat sich wieder gelohnt. Habe ich nicht 5 jetzt? Ja. Doppelter Schaden, wenn man es nicht sieht. Das mit vollem Bogen wird der Hammer. Jetzt noch der Generalshop. Wenn ich Glück habe, hat der irgendwas halbwegs Anständiges. Nee, anscheinend kein Glück. Wenigstens ein bisschen Munition. Ohne Truhe. Ein paar Gräber ausschaufeln. Kann ja sein, dass hier irgendwas Interessantes drin ist. Wir haben ja ganz früh schon gemerkt, Grabräuber verdienen. Man kann Knochen verkaufen. Was ich nebenbei echt heftig finde. Ist schon schlimm, dass man einfach so Grab rauben kann ohne Konsequenzen. Sollte man eigentlich nicht machen. Okay, schon wieder so ein, ich nenne es mal Adligenhaus. Ein reicher Schnösel. Dürfen wir hier rein? Sagt zumindest keiner was. Ein Farmerschwein. Hey. Das ist doch mal was Tolles. Also das Farmerschwein finde ich gut, dass sie den akzeptieren. Die Magd. Oh, die Bücher lesen wir. Ja, komm, die Bücher lesen wir. Meisterhafter Revolverheld. Okay,
markieren. Wo ist jetzt der... der Boss? Okay, komm, wir sind mal ein bisschen. Wir schummeln mal ein bisschen. Trick 13 und so. Wie stehen die Safe-Kombinationen? Und uns rein, zufälligerweise. Safe-Kombination benutzen. Natürlich nur rein zufällig. War nichts Besonderes drin. Können eigentlich schon wieder gehen. Hier gab es wieder nichts. Reisende Hände, oh ja. Reisende Hände sind sehr gut. Gleich zwei. Ja, hier, Standard nehmen wir mit. Ja, und zu viel Heilung gibt's nicht. Ah, ich kann aber verkaufen. Bevor ich das vergesse. Zack. Das ist mein Pferd. Krähenschmaus. Haben wir einen weiteren Ort der Karte aufgedeckt. Anscheinend können wir hier auch noch ziemlich viel looten. Hier sind keine guten Schweinemenschen.
Schade, dass es noch diese bösen Schweinemenschen gibt. Alles klar. Es hieß ja da sogar, dass ein paar böse sind. Oh, da ist das vergraben. Nee, ich sollte eine andere Waffe nehmen. Das sind mir zu viele Schweinemenschen hier. Ich meine, die Waffen kann ich gut verkaufen, aber den Rest nicht. Die haben aber auch so viel Verteidigung. Oh. Beim Aufbau zu vergiften. Okay, das ist gut. Brauche ich den Lagerfeuer. Mit dem Lagerfeuer könnte ich mich genug heilen, dass ich keine Angst haben muss. Aktuell habe ich nämlich viel zu wenig Leben. Und zwar wirklich viel zu wenig. Ja, noch geschafft. Zack. Dem Pferd gebe ich das. Und zwei davon. Okay.
Wie viele kommen noch? Jetzt mal im Ernst. Ohne goldene Karte. Ja, den Bogen finde ich jetzt nicht so wichtig, aber die goldene Karte ist wortwörtlich Gold wert.